halt so viele verschiedene Landstriche. Und wo willst du hingehen? Oh, das sieht doch gut aus. Ich sehe doch schon wieder eine Pick und Bun. Ist das jetzt die Pick und Bun? Jawohl! Da geht's los, meine Freunde. Auf geht's. Erstes Game zwischen Red Cannons und Dire Wolves. Die erste Pick und Bun hier in den MSI Play-Ins. Die hat nun begonnen. Und der gute Rumble, den wird man hier nicht sehen. Fizz hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert. Vor allen Dingen dadurch, dass Fizz in der Midlane jetzt so ein bisschen in die Meta reinkommt, ist quasi der Fizz, der als Flexpick durchaus eine Möglichkeit ist, eine ganz, ganz große Gefahr. Also deshalb kann ich den Fizz-Bann hier durchaus nachvollziehen. Graves sowieso noch mal S-Tier-Jungler hier. Denke ich auch. Jetzt haben wir noch den Ashe-Bann mit reinbekommen. Boah, aber die Carry-Position hat sich ja gar nichts geändert. Das stimmt. Stimmt, da gab es eigentlich... Also mir fällt jetzt ein Champion, der geändert worden ist? Ich also keinen, der so gespielt worden ist? In den zwei Patches ist, glaube ich, auf AD Carry Position gar nichts geändert worden. Wenn ich mich da nicht komplett irre. Also Ivan hat noch diese Abänderung bekommen, dass du quasi mit einem Busch nicht mehr ein komplettes episches Monster zustellen kannst, sondern dass du halt immer die Sicht darauf verwehren musst. Und hier sehen wir auch sofort den Ivan-Pick. Ja, der war ja auch schon, wer es gesehen hat, im EU-Finale von zentraler Bedeutung. Hier jetzt direkt eingeloggt. Und dazu jetzt die Lulu, nach wie vor sehr, sehr stark. Also sie hat ja im Prinzip Buffes bekommen und sowieso ein Champion, der dir nicht nur auf der Lane hilft, zusammen mit Caitlyn eine sehr, sehr starke Lane hat. Ja, du kannst einfach gute Trades machen mit den On-Mass-Schilden. Sie hat nicht so viel Pressure wie zum Beispiel eine Zyra oder ein Malzahar. Also nicht so viel Lane-Pressure, aber später natürlich sehr, sehr gut, gerade für Hyper-Comps. So, die Sache ist jetzt, musst du dir halt einen guten Pick überlegen, der gegen Ivan halt perfekt klarkommt. Elise wäre, glaube ich, eine Option, die dir durchaus offen steht. Kha'Zix ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil du halt kein isoliertes Ziel auf Ivan bekommst, wenn er quasi seine Daisy mit dabei hat. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt wird es sogar interessant, weil Red Cannons, die haben quasi jetzt die Midlane dort im Fokus, können deshalb also nicht mehr AD Carry und Support picken und müssen sich jetzt für eine der beiden Varianten entscheiden. Ich würde an der Stelle mich ehrlich gesagt für den AD Carry entscheiden. Ich glaube, Support hast du noch genug Überraschungen offen. Ansonsten wird es beim AD Carry halt ziemlich schmal in der Meta, wenn jetzt die Sachen rausgebannt werden, weil Caitlyn outranged halt ziemlich viel. Ja, das stimmt. Also man könnte natürlich an sowas wie einen Jhin denken oder so, der mit seiner Ultimate auch über eine Reichweite verfolgt, aber damit würdest du die Lane auch komplett abgeben. Wir haben jetzt den Thrash-Pick noch von Red Cannons. Das heißt, der AD Carry tatsächlich könnte gebannt werden von den Direwolves. Oh, Vladimir, ja, Craigessen. In der aktuellen Meta ist Vladimir auf jeden Fall ein absoluter ST-Pick in der Midlane, wenn du schon weißt, gegen was du spielst. Es gibt halt so ein paar Banausen, die Vladimir das Leben schwer machen. Eine Orianna zum Beispiel, eine Cassiopeia. Das sind nicht unbedingt Picks, gegen die du spielen möchtest. Allerdings eine Syndra, die ja schon gezeigt wurde, macht da so ein bisschen das Feld offen und da kann man halt den Vladimir mit reinnehmen. Führt aber dazu, dass du keinen Jungler hast und jetzt sollten von Red Cannons Seite aus die wichtigsten Jungler rausgenommen werden. Ja, interessanterweise wird jetzt ein Kog'Maw gebannt. BRTT hat ihn gespielt, gehabt, wir haben das gesehen. Und Twitch. Ja, und Twitch, das heißt eher hier die Late-Game-AD-Carries, die da weggebannt werden. Mit Ivan natürlich durchaus spielbar, letzten Endes. Und auch im Thresh solltest du genug Peel haben für einen Late-Game-AD-Carry. Ich glaube, allgemein hast du jetzt freie Wahl. Jhin hast du eben schon angesprochen, wäre eine gute Option. Ich finde, ja. Lucian spielt sich gegen Caitlyn auch eigentlich ganz fein, wenn du halt noch einen relativ starken Support dazu hast. Das hast du jetzt mit Thresh nicht unbedingt, also zumindest nicht, was Lane-Dominanz angeht. Aber ja. Lucian hat halt einfach den Vorteil, Caitlyn lebt davon, dass sie halt viel poke. Das ist eine Laning-Phase, erstmal unangenehm für Lucian, aber Lucian ist ein All-In-Champion. Und das All-In gegen Caitlyn gewinnst du als Lucian ab dem ersten Item. Das ist halt an sich ein ganz interessantes Matchup. Die Frage ist, wie viel kannst du halt wirklich abgeben? Ja. Jetzt also auf der anderen Seite eher die Jungle Buns, wie erwartet. Der Gragas eingeloggt. Ist ein Flex, kann also auch auf der Toplane passieren. Und Draven würden einige sicherlich feiern. Welcome to the League of Draven. Ah, ist bisher noch nicht eingeloggt. Hier lässt man sich ein bisschen Zeit. Jinx, lange nicht gesehen, wurde in Korea allerdings gespielt. Ja, also mal seit langem, dass ich sie wieder gesehen habe. Wäre in der Komposition natürlich mit dem Ivan zusammen auch nicht unbedingt schlecht. Ja, Jinx wird eingeloggt. Was habe ich gesagt? Jetzt kommen auch mal andere Champions auf den Tisch. Ja, und man sieht's, also BRTT spielt halt gerne Hyper-Carries, Late-Game-Carries und... ich muss aber sagen, wenn ich die Jinx so sehe, gefällt mir der Thresh nicht ganz so gut, weil du mit Jinx und Thresh gibst du halt so viel Lane-Pressure ab. Wenn du da zum Beispiel eine Karma pickst, hast du erstmal eine viel, viel schönere Synergie mit der Jinx zusammen. Und das hast halt stimmt, viel, das viel stimmt. Mehr Lane-Pressure, um das Early zu überwinden. Was du aber bedenken musst, also du kannst halt, oh, Jarvan jetzt. Jarvan auf der Top-Lane. Ja, ist ja mittlerweile in den A auch so ein bisschen in die Meta gekommen. Also auch kein ungesehener Gast hier. Ja, aber was man nicht vergessen darf, ist letzten Endes, du kannst halt mit Jinx sehr, sehr gut unterm Turm farmen, also die Wave clearen, solange du halt auch Mana hast. Das ist also möglich und du hast sowieso nicht die allergrößte Pressure, wenn du einen Ivan im Jungle hast.
Insofern entscheidet man sich hier bewusst eher für ein später spikende Comp. Wobei man natürlich damit Caitlyn Vladimir auch nicht so schlecht ist. Und wir haben jetzt den Olaf. Finde ich absolut okay, der Olaf hier, um dort mit dem Ivan klarzukommen. Jetzt kommt natürlich so ein bisschen das Mindgame mit dazu. Bei Ivan geht es ja immer so ein bisschen darum, dass er versucht, dir deine Camps wegzunehmen mit seiner Passiven, mit dem Smite, weil du einfach kein Counterplay hast, um dort einfach dieses Camp zu retten. Aber hier kann man natürlich das Ganze mit guter Kontrolle, mit guter Sicht und vor allen Dingen auch mit guter Absprache gegen diesen Ivan vorgehen. Also ich bin nicht der größte Fan von ihm. Grundsätzlich muss ich auch sagen, dadurch, dass du halt die dominierende Botlane hast, dadurch, dass du halt eine Midlane hast mit Vladimir, die zwar im Early nicht unbedingt dominierend sein wird, aber die halt auf jeden Fall outscalen wird und mit der du auch safe bist, weil du halt das Sunder Ultimate immer wieder poolen kannst. Und damit, dass du halt den Olaf auf der Toplane hast. Ja, ich hätte ihn auch eher auf der Jungle-Position, ehrlich gesagt, erwartet. Das wobei man sagen ist ein typischer Dash-Pick eigentlich, Olaf Toplane. Wobei man sagen muss, du musst halt mit Olaf das All-In jetzt nicht von Jarvan fürchten. Überhaupt nicht, das kann ja eigentlich piepegal sein. Richtig, genau. Wahrscheinlich ist das dann vielmehr der Grund. Und Gragas kommt gegen Ivan auch klar. Wie gesagt, das ist halt so eine Sache, wo du halt einfach ein bisschen mit dem Mindgame spielen musst. Da kommt es nicht unbedingt auf den Champion drauf an, wo du halt im Team das Ganze gut strukturieren musst. Und der Olaf wird gegen Jarvan auf jeden Fall gute Karten haben, wenn er das All-In findet. Problem ist, könnte es ein bisschen an Engage dann mangeln letztens, weil Olaf kann nur reinlaufen und Gragas in Engage ist auch nicht der allereinfachste. Ja gut, das kannst du aber... Klar kannst du. Also das geht schon klar. Du musst halt aus der Flanke kommen. Vladimir ist ja auch ähnlich. Vladimir hat natürlich nicht viel HCC. Genau, das ist halt das Problem, dass Direwolves da entsprechend wenig Optionen hat, während du auf der anderen Seite allein schon über den Thrash halt gut engagen kannst. Du kannst natürlich genauso die Syndra, wenn sie in Stun landet, dafür sorgen. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, auch Jarvan hatte. Also letzten Endes hat Red Canids einen deutlich härteren Engage. Ich meine, allein der Jarvan selber mit seiner Ultimate. Ich gebe dir recht. Also sie haben halt wirklich wenig Engage, aber das musst du halt auch von der anderen Seite sehen. Auf der anderen Seite hast du halt sehr, sehr wenig Mobilität vorhanden. Du hast eine Syndra in der Midlane, die halt absolut immobil ist. Du hast eine Jinx auf der Botlane, die halt absolut immobil ist. Das Ganze wird natürlich durch den Trash wieder so ein bisschen ausgeglichen. Ich glaube, das wird nicht reichen. Grundlegend, ja, aber... Ich bin gespannt. Also das heißt, du findest hier die Comp von Direwolves. Ich mag die Comp von Direwolves mehr. Gerade wenn sie es richtig ausspielen, können sie halt über die Botlane sehr, sehr gut snowballen, die ersten Turrets bekommen. Das sollte halt für sie grundsätzlich gut sein. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt, okay, sie kriegen den Botlane-Turm über den Lane-Druck, sie swappen, sie kriegen den Toplane-Turm, währenddessen hat Olaf halt noch mal das 1 gegen 1 auf der Botlane gegen Jarvan. Jarvan hat keinen Turm mehr. Und worin ist Olaf geil? Einfach jemanden attackieren und immer wieder die Lane runterrennen, Axt hinterher, Axt hinterher, Axt hinterher. Also diese Turmlosigkeit kann dem Jarvan im 1 gegen 1 halt super zu Verhängnis werden. Ich muss ja auch sagen, dass Direwolves hier eigentlich auf drei Lanes ganz gut aussieht. Wenn man das halt so sieht, der hat Red Canids in der Pick-and-Bun-Phase vielleicht nicht ganz so geschickt gedraftet. Also klar, die Comp an sich, sie funktioniert. Man muss halt auch die Lane-Matchups beachten und da hätte man vielleicht etwas intelligenter draften können. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sie natürlich mit der Jinx so einen absoluten Late-Game-Hyper-Carry haben. Die wird im Late-Game natürlich absolut ausrasten. Ich glaube, der eine oder andere hat schon so ein bisschen vergessen, wie Jinx denn funktioniert, dass sie halt im Early wirklich nicht viel zu melden hat. Und sobald da drei Items da sind, ist sie ganz schnell da. Und vor allen Dingen ist es bei Jinx auch so, selbst wenn du 0-3 von der Lane kommst und du kriegst auf einmal in einem Teamfight ein, zwei Kills, bist du halt super schnell wieder back in Game. Man darf auch nicht vergessen, Jinx ist halt so wirklich der geradlinigste AD Carry, den du quasi spielen kannst. Ja? Weil Jinx hat keine krassen Gimmicks oder so. Jinx ist einfach nur Auto-Attacks. Auto-Attacks, Auto-Attacks, Auto-Attacks. Ja, da hat sie noch ihren B und ihren E schön mit drin, aber sonst Auto-Attacks. Oh, die geben sich aber ganz schön mit, die beiden. Die Frage ist, für wen ist das gut? Denn im Endeffekt, wenn hier Tokas in die Lage kommt, nochmal eine gute Kombo zu landen, er hat das Ignite mit dabei und den Kill zu erzielen ist natürlich nicht schlecht, aber Vladimir ist auf längere Zeit gesehen natürlich derjenige, der wesentlich mehr Sustain und vor allen Dingen derjenige, der auch wesentlich mehr Sustain mitgebracht hat, weil er mit Boots gestartet hat und damit mehr Cookies mitnehmen kann. Ja, ich denke auch, dass es hier besser ist tatsächlich für Fantix. Wir können uns jetzt übrigens drüber streiten, ob jetzt Cookies auf Vladimir unbedingt gut sind oder nicht so gut sind. Ja, Bless würde sagen ja und ich gebe ihm recht. Das Ding ist, du hast letzten Endes natürlich ein bisschen mehr Heilung mit drin, was ganz okay ist. Also dieses bisschen extra Mana ist ja auch echt nicht viel. 25 Mana oder sowas sind das, glaube ich, nur. Ja gut, vom Mana hat Vladimir jetzt nicht so viel. Eben drum, deswegen meine ich ja, dass auch der Mana-Wert der Cookies generell gar nicht so hoch ist. Sodass man halt durchaus das Ganze noch argumentieren kann. Ja, Toplane wird auf jeden Fall hier ein interessantes Duell werden. Es ist halt schwierig zu sagen, wem ich jetzt da die besseren Karten gebe. Das ist natürlich so ein Duell, wo im All-In schon Olaf Vorteile hat, weil er halt einfach diesen Knock-Up von Jarvan quasi countern kann.
Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass Jarvan halt über immense Damage-Burst-Werte verfügt, die man da auch im All-In nicht unterschätzen darf. Klar, der Knock-Up fehlt zwar, aber wenn du die Rüstung halt reduzierst mit dem Q und der trotzdem trifft und du danach den Kataklysmus nutzt, der macht schon gut Schaden. Ich sehe trotzdem den Early-Game-All-In von Olaf stärker. Also im Early-Game ja. Also ja. Wenn du auf der Lane stehst, dann trifft die erste Axt, du hast die Kombo raus. Das liegt aber einfach daran, dass Jarvan natürlich übel hohe Cooldowns hat. Wenn der E draußen ist, dann musst du halt erst mal 10 Sekunden warten. Der Q, den hast du zwar ein bisschen schneller wieder zur Verfügung, aber der bringt dir auch nicht so viel. Während Olaf, wie gesagt, diese Axtmechanik ist da in einem All-In halt unglaublich hilfreich. Du sammelst die Axt auf, kannst sie wieder schmeißen und so weiter und so fort. Ist natürlich immer so ein bisschen gecapped durchs Mana, aber grundsätzlich kommt man da gut klar. Ja, es hat auch zur Folge, dass man hier die Lane verlassen muss. Wo Base gehen muss und Chippy es jetzt reinpushen kann, wird es das Teleport verwenden, genau. Vor allem, was man gerade auch noch sieht, was die Axt halt an Vorteilen mitbringt, ist nicht nur dieses All-In, was wir eben angesprochen haben, sondern auch deutlich mehr Wave Pressure, die du halt im Early hast, weil du halt immer wieder die Axt durch alle Minions durchschmeißen kannst und das halt relativ schnell zu Wave Clear führt. Ja, allerdings Chippy ist nur mit 3 Vasallen mehr quasi Base gegangen und man hat es halt auch gesehen, also aufpassen. Das Ignite, das tickt dort, aber der Pool ist noch da. Gott, zack, da kommt die Heilung. Ja. Er hat seinen Crimson Rush noch parat gehabt. Und er hat sogar noch einen Keks. Ja, und Takas kann das nichts mehr machen. Er hat keinen Mana mehr. Entweder er kriegt einen Gank. Ivan ist ja schon in der Nähe, aber Ivan kann alleine auch nicht so viel machen. Er bringt jetzt halt bekanntlich nicht so viel Schaden mit. Sondern an der Stelle ist halt einfach für Vladimir die Bahn komplett frei. Ja. Er hat keine Ewigkeiten damit. Oh, haben. Was passiert auf der Botlane? First Blood ist hier passiert. Und das für die Red Canids. Ja, einfach mal schön unter den Turm geflailt. Ja. Das würde ich gerne mal in der Wiederholung sehen, wie das denn zustande gekommen Destiny ist. Destiny hat auch noch Flash-Up, also dass er da, würde ich auch gerne mal in die Wiederholung sehen. Also ich vermute, ich hatte so keine gehuckt, erwischen lassen. Gehuckt, geflailt, da kam der eine Turmschuss mit dazu und dann haben sie ihn quasi in einer Kombo erledigt. Jetzt sehen wir es mal in der Wiederholung. Aber dann standst du falsch. Das stand halt definitiv falsch. Ah, der Hook war halt on point. Die Traps Chomps, mit dazu, ja. Er kommt nicht raus. Und der Turret geflailt, Ignite ist da. Es war aber, super Kombo. Aber dann war die Absprache nicht gut, weil dann hätte King nicht mehr healen dürfen. Entweder healst du und flashst du oder du lässt es halt bleiben. Ja, er wollte, glaube ich, flashen, aber er ist nicht mehr zu flashen gekommen, weil er durchgehend CC'd war. Du kannst ja quasi in der Trap, bist du ja gesnared und kannst halt nicht drin flashen. Davor bist du halt gehookt und danach bist du halt mal, durch die Luft katapultiert. Oh mein Gott, ich habe halt fast schon den Gragas wieder am gegnerischen Jungle landen sehen. Du hast halt eine Menge CC, also gerade ja, wenn ein Hook trifft, das muss dir klar sein, also im Idealfall flasht halt den Hook. Es war aber aus einer sehr kurzen Distanz, weswegen es nicht unbedingt einfach ist, aber du solltest als Lulu auch nicht so nah an einem Thresh stehen. Da muss er flashen, also entweder er steht perfekt oder er flasht, weil er sieht, dass der Hook kommt, er sieht, dass kein Minion mehr vor ihm steht. Es war natürlich auch sehr intelligent gemacht dort auf der Seite von den Red Canids, wenn man halt genau wusste einfach, dass das Minion gerade gefallen ist. In dem Moment, wo das Minion quasi davor gelastet wurde, hat er halt gehookt. Also es war schon intelligent gemacht, oh Gott. Jetzt der Hook in den Pool rein. Oh, er hat kein Pool mehr. Die Heilung kommt aber nicht mehr durch. Ja, das war gut gemacht. Da hat man es hier tatsächlich ausgenutzt, dass er schon ordentlich vorher kassiert hat. War ein kleiner Schönheitsfehler, so Dio da in den Pool gehuckt quasi, aber letztendlich reicht es dann halt auch mit seinem Auspeitschen. Ich frage mich gerade, stand diese Pink Ward eben schon vorher da oder hat er das halt einfach nicht gesehen, dass Thresh unterwegs war? Sonst wäre das natürlich besonders ärgerlich gewesen. Grundlegend muss ich aber sagen, Red Cannons mit sehr vorausschaubaren Aktionen bis. Oh Gott, 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 Gott! Oh, da kommt die Ledger mit rein! Oh, die Jinx muss hier aufpassen, kommt weg. Das ist halt der Klassiker. Ja. Du bist quasi ohne Support auf der Lane, gehst einmal zu weit nach vorne und wirst sofort engaged. Ja, direkt beide Summoners raus. Aber hier nicht zu sterben ist erstmal das Wichtigste. Und die Lane ist auch noch okay. Also ist jetzt nicht so, dass er da immens viel Farm verpassen wird. Zum Glück für ihn. Also hätte auch schlimmer aussehen können, wenn die Lane jetzt schon rangepusht oder rangepushter gewesen wäre. Ja, für Fendix ist jetzt natürlich ein kleiner Nachteil. Für Tokas war es halt ein Free Backboard, der konnte in Ruhe shoppen gehen. Hat sich im Mana geholt. Fendix wiederum, der hat sich dort halt für ordentliche Resistenzen und Leben entschieden, was okay ist. Also hier würde es halt die Protobelt Abyssal-Variante werden bei ihm. Was natürlich für Vladimir vollkommen okay ist. Kann man hier verstehen. Auch wenn man das Ganze so ein bisschen mit durchschaut, haben die Gegner zwar nicht so viel AP-Schaden, aber du kannst den eigenen Schaden ja auch von Gragas noch ein bisschen erhöhen, indem du Abyssal baust, weil es ja für deine eigenen Mates natürlich auch Vorteile hat. Das ist dann hier nicht ganz getroffen. Übrigens hier als kleiner Tipp, das nutzen relativ viele Syndra-Spieler auf der Lane, dass du halt nicht eine QE-Kombo nutzt, sondern dass du halt die Qs nutzt, so langsam verteilst und dann man quasi die Bälle still sind. Das ist ähnlich wie auch bei Ori. Wenn der Ball sich halt nicht bewegt, dann übersieht man den manchmal. Ähnlich ist es bei den Syndra-Bällen halt auch, dass du die halt einfach lange liegen lässt und dann, wenn der Gegner halt aus Versehen mal wieder in die Gerade reinläuft, zwischen Ball und zwischen E in die Erweiterte, dann benutzt du einfach den E, sodass das halt nicht gut predikten kann.
Ja, Diu, sehr viel am Roam, gerade aber gesehen worden im Ward. Platziert ihn nur selber, um hier Nappon zu ermöglichen, den Blue Buff zu sichern, den gegnerischen. Ich glaube, Thresh holt sich da auch gleich den Blue Buff noch mit. Den kann man natürlich auch mal zwei teilen. Ja. Wäre ein bisschen schade, wenn er das nicht macht. Der muss ja bloß da oben an die Kante ran. Ja, oder wobei Tokas. Okay, ja. Das machen sie gut. Tokas hat zwar den eigenen gehabt, aber gehe ich vollkommen mit. Der wird jetzt natürlich nochmal erneuert. Man hat die Lantern genutzt. Also hier das Teamplay ist auf jeden Fall on point. Und das stützt sich da gerne. Wie gesagt, Brasilien gilt hier auch als eine stärkere Wildcard-Region. Ja. Das ist halt wirklich toxisch. Gerade gegen den Vladimir aber sehr, sehr gut. Wenn du als Midlaner, ich kann ein Lied von singen, wenn du als Midlaner nichts bekommst, kein Blue Buff, nix, gar nichts, und der Gegner kriegt halt dein Blue Buff, er kriegt doch einen Red Buff jetzt mit darauf, ja, schön, viel Spaß. Da siehst du den Turm brennen. Richtig, das ist halt, glaube ich, der wichtigste Punkt sogar. Nicht, dass Vladimir halt noch ein bisschen geslowt wird und ein bisschen extra Schaden bekommt, sondern eher, dass du halt noch schneller den Turm pushen kannst. Weil aktuell zu dem Zeitpunkt, wo sie nur an Level 8 ist, kann sie sehr, sehr schnell die Wave reinpushen. Bedeutend schneller als Vladimir, kommt immer wieder an den Turm ran und man mag das gar nicht glauben, aber dieser Schaden vom Red Buff, der läppert sich doch gegen den Turm. Ja, man sieht's, also der Turm hat jetzt nur noch ein Drittel Leben. Das sind zwei Red Buffs quasi. Gerade gegen den Turm. Oh, Shenfire versucht dazu zu kommen. Also es gilt hier einfach nur, diesen Turm zu verteidigen. Vor allem, wenn dieser Midlane-Turm so früh fällt, würde das die Karte noch weiter für Red Kennets offen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum Shenfire gerade defensiv rausgegangen ist. Die standen beide in Turmreichweite. Wenn der rein dasht und ultet, hat er entweder einen Flash oder der Gegner ist halt tot. Das stimmt. Also warum er da einfach vorbeigelaufen ist und gesagt hat, Herr Vladimir, verteidige jetzt den Turm mal selber weiter. Jetzt doch mal, er wird jetzt ganz safe haben. Ja, aber der Turm ist down, das 2 gegen 2 können die nicht gewinnen. Jetzt geht er einfach nochmal weg. Ja, gut. Das ist halt super suspekt. Also, jedenfalls hat er seine Chance gehabt. Und danach kann er halt zusehen, dass er noch irgendwie jungeln kann. Aber ich glaube, er war auch so ein bisschen perplex. Das war die falsche Richtung. Australien ist auf dem Kopf, Junge. Er war halt einfach so ein bisschen perplex, dass seine eigenen Camps schon alle genommen wurden. Ja, hier muss ich sagen, bisher Red Canids gefallen mir sehr gut. Ja, 2000 Gold vorne. Sie sind eben der Favorit in ihrer Gruppe auch. Zusammen mit türkischen Spielern. Na, Toplane hat sich bisher noch nicht so viel getan. 10 CS-Lead bisher für Chips, für Chippies. Allerdings kriegt natürlich Robo hier auch noch ein bisschen was wieder rein. Er hat sich dort auch für die etwas aggressivere Variante im Early entschieden. Was aber auf einem Jumpen vollkommen okay ist. Oh Gott, der Knock-up. Der ging aber daneben. Er muss hier sogar aufpassen, dass hier Chippies nicht gleich für den Tower Dive geht. Oh Gott, der kommt das auch. Und Nappon war da und rettet hier auch nochmal. Im Übrigen interessant auch, dass Chippies sich für einen Flash entschieden hat. Fällt mir jetzt erst auf. Das kann ich aber verstehen, weil du halt gegen Jarvan's Kataklysmus einfach irgendwas brauchst, um rauszukommen. Weil es zwar schön und gut, dass du halt nicht CC'd werden kannst auf der Lane, aber wenn der Kataklysmus halt da ist, dann kannst du halt ghosten und schnell laufen, wie du möchtest. Du kannst halt nicht raus. Und da hilft dir der Flash weiter, weil du selber halt kein Dash hast. Ja. Aber man ist hier natürlich extrem am Feiern auf Seiten von Red Canids, weil Dire Wolves da nicht wirklich was klingt. Und man hat natürlich auch ein krasses Late Game später mit der Jinx. Also das ist das, was Dire Wolves eigentlich nicht möchte. Sie hätten hier im Early Game vorne sein sollen. Tokas! Das ist nicht so gut, Tokas, wie der war da, aber der ist einfach verhext. Unglücklicherweise der einzige Kill, den man jetzt also hat, der ist jetzt bei den Dire Wolves auch noch auf Lulu gelandet. Feels bad, man. Lulu freut sich natürlich, auch ein Kill ist Kill, darf man nicht vergessen. Den Midlaner hier einmal abholen zu können, hat natürlich auch mehrerlei Vorteile. Nicht nur, dass du jetzt natürlich das Gold auf dem Support bekommst, sondern auch einfach, dass Vladimir gerade ganz entspannt die Midlane reinpushen kann, weil er hat keinen Turm mehr. Er freut sich gerade über jede Sekunde, wo er halt einfach einen Free-Push in der Midlane bekommt. Ja, da war Tokas auf jeden Fall ein bisschen zu, ja, gierig, möchte ich meinen, da so ohne Vision quasi reinzugehen und dass dann in dem Moment Shenfire da ist. Letzten Endes sagt man ja auch, du sollst halt damit rechnen, dass der Jungler oder gegnerische Jungler in jedem nächsten Busch lauern könnte. Hat man nicht gemacht. Vor allem nicht mal im Busch, der kam einfach über die Lane gerade. Ja. Also wenn du da gar keine Sicht hast, ist es halt wirklich schwierig an der Stelle, ohne den eigenen Jungler für so eine Aktion zu gehen. Rotations sind natürlich immer schön und gut. Du hast halt zwar das frühe Redemption, aber es hat auch eine Cast-Zeit und wir haben halt gesehen, es kommt halt nicht rechtzeitig. Ich bezweifle, dass es gereicht hätte mit dem Redemption auch noch, dass er überlebt hätte. Also er hätte vielleicht rüberflashen können, aber... Gut, ja, das eventuell, dass er dann noch bis zur Wand gekommen wäre, aber hier einfach no chance gehabt. Wyvern ist unterwegs, er braucht bloß den Kataklysmus zünden und dann kommt Chippies ja nicht Flash mehr weg. Mehr, genau, jetzt warten noch, da ist er, der Kataklysmus. Und okay, Ivan schön reingestellt. Oh, das ist halt bitter, zwei Ultimates zwar, aber man sieht halt, wie viel Damage Olaf halt trotzdem noch macht. Aber das sind natürlich auch wieder die Schilder, die immer und immer wieder von Ivan dort reinkommen.
einfach grundlegend dafür, dass Jarvan halt nicht sterben kann. Es ist auch stark im Prinzip, dass man hier jetzt immer wieder mitrotiert. Also auch Tokas war mit dabei, der die Midlane halt sehr, sehr gut reinpushen kann. Man hat dort den Turm schon bekommen. Jetzt will man den Toplane-Turm haben, um den Vorteil noch weiter auszubauen. Also für Red Candles läuft hier eigentlich alles wie aus dem Lehrbuch gerade. Ja, Midlane soll jetzt gedived werden. Wow, der Schaden. Oh, flasht er noch ganz gut, wird aber reingeschleudert und es reicht halt nicht, um noch Fentix mitzunehmen. Hat aber auch keine Chance, das Ganze zu überlegen. Nee. Gleichzeitig hat man jetzt oben den Turm bekommen. Er hat halt versucht, noch zumindest einen 1-zu-1-Trade zu. Ich muss sagen, in dem Moment, wo die Sicht halt nicht steht und er nicht weiß, dass Gragas von hinten kommt, da kann er da auch nichts mehr machen. Das kann man ihm nicht übel nehmen. Also hier hat er einfach kein Outplay-Potenzial mehr gegen den Vladimir. Und deshalb müsste man einfach vorher sorgen, wenn man halt auf die Toplane rotiert ist, dass man auf dem Rückweg schon die Ward stehen lässt, dass man halt auch weiß, wo Gragas quasi unterwegs ist, dass er nicht einfach diesen Fluss, diese Flussgrenze passieren kann. Ja, Tokas also, derjenige jetzt, der zweimal schon gegen den Mann mit dem Fass unterliegen war. Feedet so ein bisschen. Nein, Quatsch natürlich. Oh, spielt aber keine Rolle. Man hat halt trotzdem die gute Sidelane-Domination. Man hat jetzt schon viel bekommen. Turret First Blood in der Midlane. Hast oben jetzt noch den Turm bekommen. Zwei Türme komplett for free. Du musstest halt nichts traden. Wir kennen ja die guten alten Zeiten noch mit den Lane-Swaps, wo du halt immer Turm gegen Turm getradet hast. Ist ja halt hier nicht der Fall. Das heißt, du bist halt ganz klar im Gold momentan vorne. Sogar auf der Botlane hat man etwas Farm mehr tatsächlich als King. Und in diesem Matchup alles andere als selbstverständlich. Aber da führt natürlich auch so ein bisschen der Punkt mit rein, dass Lulu halt im Early so früh gecatcht werden konnte mit dem Turm, mit dem Hook. Das Ganze gut exekutiert. Theorie ist halt immer so die eine Sache, das muss man halt wirklich sagen. Ausführung ist das andere. Die Ausführung ist das andere und da muss man halt einfach sagen, war Fresh bisher on point mit der Rotation in Richtung Midlane, mit dem Hook, den er auf der Botlane gesetzt hat. Ja, aber das war auch, also nicht nur gut von Fresh, sondern einfach schlecht von Destiny. Das sind halt auch immer Sachen, die man halt unterschätzt. Wenn du halt quasi eine Lane gewinnen kannst, kann sich das halt auf alle anderen Lanes auswirken. Die Botlane rotiert quasi in die Midlane gewinnt dort den Turm, die Midlane kann dadurch wieder in Richtung Toplane und Richtung Botlane rotieren. Man kann sich halt gegenseitig noch viel, viel besser halten. Das ist halt wirklich so ein schöner Schneeballeffekt, den man zwar nicht ganz optimal ausnutzen konnte, weil Tokas halt ein bisschen gierig war und nicht alles mit einkalkuliert hat, aber dennoch ist man momentan gut vorne. Ja, wir haben im Übrigen beide Male klingen des gestützten Königs. Momentan siehst du es halt auch fast eben AD Carry im Prinzip und schließt den Crit-Bild nicht aus, also du kannst jetzt im Anschluss noch auf Runans gehen, was wahrscheinlich beide machen werden. Ich glaube, momentan kannst du ohne Blade kaum einen Botlaner spielen. Ja, eben. Also das Ding ist, es gibt halt eine Menge rohen AD durch die Änderung, was du letzten Endes halt brauchst. Also selbst mit Runans ist man nicht immer Runans gerusht, sondern man hat sich vorher trotzdem noch das BF-Sword geholt. Einfach, genau, einfach nur, um halt auch Schaden zu machen. Und anstelle dessen holt man jetzt einfach direkt Klinges geschützten Königs, hast du noch den Lifesteal dabei und letzten Endes die aktive und gehst dann eben auf Runans. Das verzögert sich dadurch ein bisschen, aber im Endeffekt bist du trotzdem früher schon stärker. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht und du bringst natürlich auch eine ganze Menge mehr Sustain mit, dadurch, dass du halt einfach diesen Vampirismus dort noch mit drin hast. 8% und dann ausgebaut 10%. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Oh, das war nicht gut abgesprochen. Der Stun ging auch ins Nirgendwo. Also hier mit dem Bauchrammer einfach Gragas deutlich sicherer unterwegs, als das eigentlich dort in der Situation sein sollte. Jetzt will man wieder in Richtung Botlane gehen. Ist natürlich der letzte T1-Turm, den es hier noch zu nehmen gilt. Und auch Jinx ist halt, abgesehen von Tristana, wahrscheinlich so der beste Turmpusher mitunter. Oh, aufgepasst, King jetzt verdammt low. Oh, die Rocket! Die muss er flashen! Die muss er definitiv flashen oder hier. Und flash und er war nicht gestunt. Also das war ein Geschenk quasi für Red Canids, hat natürlich aus dieser kurzen Distanz die Ultimate nicht erwartet, aber ja, damit natürlich gibt es auch die schöne Jinx Passive, der Turm fällt noch schneller, also und man pusht hier komplett durch. Ich habe wirklich keine Ahnung, mit was für einer Ping die spielen, aber es wird vermutlich so zwischen 3 und 8 liegen und da muss er das flashen. Das ist wirklich Grundvoraussetzung, dass er das Ding, wenn er halt dicht zitiert ist, flashen kann. Ansonsten ist er da halt hinter dem sicheren Tod ins Auge, genauso wie in der Situation. Selbst mit einer Heilung hätte er wahrscheinlich die Rakete überlegt. Ich meine, das wird knapp, weil die Jinx-Rakete ja letztendlich so funktioniert, dass sie halt je weniger Leben du hast, desto mehr Schaden macht das Ding. Aber mit der Heilung hätte es, glaube ich, wäre knapp geworden. Und schauen Sie das mal an. Ja, also der Hook war gut, dann die CC-Challenge. Da war das dann nochmal, aber genau, jetzt ist er schon. Ja, jetzt ist er raus. Der kann laufen, da kann er ohne Probleme rausflashen. Mein Lulu hatte kein Schild mehr für dich. Ich habe heute leider kein Schild mehr für dich. Da hat er nämlich alles schon raus. Aber ja, also das hätte er echt flashen können. Heal, Flash, eins von beiden hätte vielleicht sogar schon gereicht. Wenn du unsicher bist, beides.
Aber hier darf man halt einfach nicht gierig mit den Summoners sein. Nun gut, läuft aber schon mal relativ gut hier. Gerade Jinx kommt exzellent ins Spiel mit rein. Hat sich jetzt erstmal noch für den Eifer entschieden. Also hier ordentlich Attack-Speed am Aufbauen. Wir sehen es auch, die Raketen, die können halt auch sehr, sehr schnell für den Wave-Clear sorgen. Sie hat halt gute Lane-Pressure, sie hat halt einen guten Turret-Clear. Unten wird jetzt mittlerweile Robo alleine gelassen. Ist aber schon relativ tanky, sollte nicht in die Falle da vorne reinlaufen. Aber ich schaffe die Wave noch ganz gut, gegen zwei Leute zu clearen. Ja, letzten Endes muss er nur Zeit rausholen. Sein Team in der Zwischenzeit mit vier Mann auf der Top-Lane gegen zwei. Und da handelt es sich schon um Tier-2-Turm, unten halt der Botlane Tier-1-Turm gerade mal. Also selbst wenn der halt fällt, was er wird, wenn keiner zukommt, wäre es immer noch ein sehr, sehr guter Tausch. Allerdings weiß es auch Direwolves, deswegen ist auch Fantix in der Nähe, genauso wie Shenfire. Es ist halt auch so riskant gerade, wie in der Situation, Türme in Unterzahl zu verteidigen, weil du halt einfach so viel CC gegen dich hast. Du hast halt den Hook, du hast den Ivan Snare, du hast den Syndras dann gegen dich, du hast die Traps nochmal von der Jinx mit dahinter, du hast halt so viel Kombination. Und sobald der erste CC halt trifft, werden die anderen halt definitiv followen. Mit Jinx bist du halt sehr, sehr schnell. Also jetzt oder nie, weil King und Destiny sind gerade Base gegangen und es reicht nicht von der Zeit, ja. Ja, Botlane-Turm ist da schnell gefallen und vor allem der Wave-Clear für Daiwo ist dann doch wichtig, womit du dir die Zeit erkaufst letzten Endes. Also da hat sich, oh, wow, bisschen verkalkuliert, könnte man meinen, sofort die Thresh-Ult. Fantix hat noch seinen Pool, Daisy kommt mit dazu, wichtig hier zu flashen. Ja, mit Damage steht nochmal ausgelöst, aber zumindest stirbt erstmal keiner. Ist man noch sicher unterwegs, aber jetzt Daisy... wird Daisy den Turm tanken und man versucht nochmal Damage drauf zu bekommen. Reicht aber nicht, um den Turm zu nehmen. Aber wenn du den einen nicht bekommst, dann rotierst du halt in die Midlane. Da ist Robo halt super rotiert. Von der Bot jetzt zur Midlane hat die Wave gleich mitgebracht und man nimmt den nächsten Turm unter Beschuss. Das machen die halt so gut gerade. Jetzt aber der Engage, oh mein Gott! Der Carry unter dem Turm, da brauchst du auch nicht mehr flashen, BRTT. Der kann hier definitiv nicht überleben. Also hier schöner Engage. Der einzige, der halt so eine richtig harte Eröffnung darstellt bei den Direwolves. Aber der Gragas Engage hat auf jeden Fall gesessen. Ja, also letzten Endes ist halt das Problem auch von Direwolves. Wir haben es in der Pick-and-Bun-Phase angesprochen. Sie haben nicht so viele Engage-Möglichkeiten, aber das ist halt doch der beste Engage, den sie haben können. Revanchieren sich, wollen den Turm, der hookt nochmal. Tokas! Jo, der nimmt auf jeden Fall keine Lantern mehr in Sicherheit. Ja. Ist da klein und flauschig, wird verwandelt und stirbt. Konnte dann deswegen auch nicht flashen. Bitter für ihn. Aber hier ist Lulu natürlich dafür verantwortlich, dass man einen Kill bekommen kann. Ah, teurer Preis, man hat ja zwei Kills komplett so abgegeben. Gleichzeitig noch den Turm verloren, den man halt nicht mehr verteidigen kann. Und hier sehen wir das Ganze jetzt nochmal in der Wiederholung mit dem schönen Gragas Flash Dash Engage. Man hat es halt nicht kommen sehen. Die Ward stand zwar da oben, aber der Flash ist natürlich, wenn wir mussten, predicten. Aber auch sehr aggressiv dort das Positioning von BRTT. Die erste Lantern, die hilft die zwar noch, aber wir haben gerade gesehen, die anderen Lantern, die konnte halt nicht mehr rechtzeitig erreicht werden. Ja gut, du warst halt auf deiner Minigun und wolltest halt den Turm wegböllern, deswegen standst du so nah dran. Na, grundsätzlich aber immer noch der eine Turmvorsprung, den man hier hat. Also man muss sagen, die Direwolves schlagen sich hier eigentlich ganz gut. Dafür, dass sie zum Anfang so weit nach hinten gefallen sind und auch den T2-Turm schon früher vor Botlane verloren haben, konnten sie jetzt nochmal ordentlich aufholen. Die erste Turmreihe konnten sie jetzt also auch einreißen. Problem ist halt, wenn sie den nächsten Fight verlieren an irgendeiner Stelle, werden sie mit Sicherheit noch einen T2-Turm verlieren. Ja. Der in der Midlane, der ist jetzt schon gefallen. Letzten Endes geht man aber sowieso davon aus, dass man die Tier-1-Türme in einem Even-Match irgendwann abgibt. Also das... Aber ich glaube, heute werden wir halt wenig Even-Matches sehen. Ich glaube, die Games werden halt teilweise sehr schnell vonstatten gehen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, aber das Spannende ist halt, es gibt halt nicht so krass klare Favoriten. Also klar, Red Canids. Also im Turnier insgesamt, in dieser Gruppe hält sich halt wirklich in Grenzen. Also da dürfte es tatsächlich Supermassive von Red Canids sein. In der anderen Gruppe, glaube ich, ist man da schon näher beieinander. Die sehen wir im Übrigen morgen. Oh Gott, Shippies, der muss hier flashen. Hat auch nochmal wunderbar diesen Schaden dort von der Jarvan Ultimate vermieden. Denn mittlerweile ist ja auch so, dass Jarvan halt nicht mehr den Schaden safe durchbringt an dem Ziel, dass er quasi reinstampft in den Boden. Ja, das hat ihn auch so ein bisschen aus der Meta geworfen. Naja klar, weil du halt einfach sehr viel Counterplay gegen ihn entwickelst. Du konntest natürlich schon immer aus diesem Kataklysmus rausflashen, aber früher hat zumindest ein Ziel diesen Schaden immer zu 100% abbekommen, es sei denn, du hast halt ein Stundenglas benutzt. Und selbst wenn du geflasht bist oder gedasht bist, hast du den Schaden noch abbekommen. Mittlerweile ist es aber so, dass zwar alle Ziele, die im Kataklysmus drinstehen, den Schaden abbekommen. Wenn man allerdings in der Sprunganimation von Jarvan rausflasht oder rausdasht, kriegst du den Schaden nicht mehr mit ab. Auch wenn du halt selber der Angeklickte warst. Das bietet natürlich wieder Counterplay. Ja, bleibt hier genutzt, aber man kann die Falle nicht ganz kombinieren mit der Falle. Der will den Knallzapfen oder kriegt den Knallzapfen, sollte ausreichen. Flash hat er auch noch. Ah, braucht noch eine EQ-Kombo, wird jetzt sogar angezündet. Der E ist da, aber der Q irgendwie nicht.
Das reicht ja, er kommt raus. Also hat er gesehen, wie lange er sich das Flash aufheben wollte. Ich hätte gerade gewundert, der hat aber eben die ganze Zeit keinen Q. Vielleicht hat er keinen Mana gehabt mehr für den Q, das könnte sein. Ja. Das glaube ich auch. Dass da halt so ein paar Pünktchen gefehlt haben. Ja, wobei, er hat halt den W danach noch benutzt. Der W kostet halt, glaube ich, sogar mehr als der Q bei Jarvan. Kommt auf an, wie viele Punkte du, glaube ich, rein investiert hast. Jetzt und die Direwolves mit dem Baron Call. Wir haben Diod in der Nähe, allerdings ist BLTT sehr, sehr weit weg. Sollte aber egal sein, weil in dieser Phase hast du noch nicht so viel Damage, um den Baron so schnell zu bekommen. Und du musst es halt trotzdem respektieren. Fun Fact nebenbei, 24 Minuten annähernd gespielt und noch nicht ein Drache wurde gemacht. Stimmt. Der wird hier komplett ignoriert. Oh, wow. Es ist halt ein Wolkendrache. Das hat man früher gesehen, bevor der gebufft worden ist. Einfach mal die Mittellinie komplett früh eingerissen. Welcome to the League of Jinx. Also die macht hier auf jeden Fall ordentlich Drucks. Dann nochmal, um den Ulrich wegzuhalten. Und jetzt kriegst du die Passive mit der Lantern. Dann kann ich da auch keiner mehr catchen. Kann Red Canids nur recht sein? Ja, dann nehmen wir halt euren Inhibitor-Turm. Rotieren dann Richtung Baron. Zumindest, um dann die Topside-Vision für sich alleine zu beanspruchen. Das ist halt wichtig, dass der Gegner möglichst keine Vision auf den Baron bekommt. Jetzt Jarvan, aufgepasst. Der hat einen Mana, aber kein Flash mehr. Dafür aber die Laterne. Da wird immer applaudiert und das Main-Symbol gespammt. Geht ja mittlerweile bei der Solo-Queue bei uns auch. Man kann sich ja quasi für seine Lieblingsregion das Summoner-Icon holen. Man kriegt dann immer diese schöne Nachricht im Game. Ein wunderbarer Einfall von Riot. Was ich halt ein bisschen schade finde, dass man sich nicht irgendwie eins aussuchen kann, sondern dass du das aus deiner Region halt mal für einen IP quasi bekommst und die anderen halt bloß für RP kaufen kannst. Ja, ich finde es aber eigentlich okay, dass man sich seine eigene Region nehmen kann. Wobei es ein bisschen witzlos dadurch wird, dass man halt auf dem gleichen Server spielt. Aber naja, richtig. Also ich finde, du solltest halt auf jedem Server eigentlich die Auswahlmöglichkeit haben, das erste Summoner-Icon halt dir auszusuchen, für welche Region du so ein bisschen schieren möchtest. Ja, oder in anderen Regionen spielen können. Aber dafür ist die Technologie, ist halt der Ping das Problem. Auf der Welt gibt es noch zu viele Kupferkabel. Wenn alles Glasfaser wäre, dann sähe das anders aus. Ja, ich muss auch sagen, ich bin gespannt, ob Jinx sich irgendwann halt auf den Ruf des Henkers holen soll. Weil im Endeffekt hast du halt wenig Heilungsreduktion momentan für den Vladimir, der halt schon in Teamfights sehr, sehr bissig werden kann. Wenn du halt die Heilung gar nicht reduzieren kannst. Letztendlich hast du halt Morellus momentan. Ja. Und dieses Morellus greift ja auch erst dann, wenn er unter 40% Leben sinkt. Du hast halt Morellus und du hast das Ignite von Thresh, deswegen auch wichtig, das Ignite mitzunehmen. Deswegen denke ich, ist es halt okay, dass man es halt noch nicht hat. Weil solange halt, also dafür muss aber Diod eben auch das Flash dann aufheben für Fantix. Normalerweise hat man ja sehr, sehr oft das Exhaust, weswegen ich dir dann recht geben würde, dass dann Ruf des Henkers jetzt schon gebaut werden würde. Also ich denke mal, ab einem bestimmten Punkt würde er es noch bauen. Muss er. Also auch in dem Moment, wo dann irgendwann mehr Rüstung kommt, dann gehst du halt direkt schon auf sterbliche Mahnung. Richtig. Man hat jetzt halt, also King hat jetzt schon seinen letzten Abendzug. Und das, obwohl halt noch gar nicht so viel Rüstung vorhanden ist im Krieg. Ja, Robo halt schon. Und letztens ist ja sein Job, ihn auch zu vernichten. Also wer soll es halt sonst machen? Aber Robo hat auch nicht so viel, wenn du überlegst. Das sind 50. Ja, 50 und Ninja-Tabis. Also unterschätzt die Ninja-Tabis nicht. Ja, aber die Ninja-Tabis sind ja auch bloß so stark. Also die Rüstung ist, glaube ich, eher der kleinere Faktor, sondern eher diese Passive. Genau das. Genau, dass du halt diesen Charme von den Autotex um 12% reduzieren kannst. Aber das kannst du ja quasi auch nicht mit dem letzten Atemzug wieder ausgleichen. Das ist ja eine Passive, die halt einfach so da stehen bleibt. Im Endeffekt ist einfach alles weniger Schaden. Red Canids sind vorne, sie haben gutes Late. Aber Direwolves, die Australier, sie wehren sich hier mit Leibeskräften. Und auch sie sind nicht schlecht im Late-Game. Das darf man nicht vergessen, das ist Caitlyn mit der Range sehr, sehr gut, wenn es um Belagerungen angeht. Vladimir ist ein Late-Game-Monster. Und Lulu hilft halt auch ungemein. Ich glaube, in der Theorie ist es für die Red Canids doch schon relativ einfach, tiefer mitzunehmen. Wenn sie halt einen guten Kataklysmus landen. Oh Gott, da hat die Sicht, glaube ich, aber dann nicht unbedingt auf Chippies, vor allem nicht, wenn der so ein Flash up hat. Nee, aber da scheinen halt drei, vier Leute gerade zusammen, ne? Und jetzt kommt der Engage, aber nicht perfekt ausgeführt, das Barrel! Das trifft nicht perfekt, aber es reicht! Ein Mann down, Tokas! Das war's, der Double Kill! Ultimate nicht geblockt worden. Was kann hier noch BLTT machen? Hat gerade die Passive bekommen, der Kataklysmus ist verdammt gut! Jinx, jetzt Auto-Check doch! Das ist Teamfight Jinx! Double Kill und den nimmt auch noch! So den nimmt er auch noch! Und Shenfire, der letzte Überlebende! Und jetzt geht's Richtung Baron. Shenfire kann halt nichts machen. Er hat kein Smite-Up, kein Flash-Up und ist low. Boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wir. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Shenfire, der ist super low. Der kriegt immer durch die Passive ordentlich was zurück. Die Frage ist, wer soll den Nashor jetzt tanken? Der AD-Carrier kriegt immer die Schilder von Ivan und kann sich selber halt noch gut recken, dadurch, dass er halt dort sein Blade mit am Start hat. Ich glaube, wenn das sich gut aufteilt, das reicht auf jeden Fall. Ja, ja, für Nashor wird es auf jeden Fall reichen. Ja. Da ist man auch nicht mehr in Reichweite, da kommt noch der erste Shutdown.
Der zweite, also der bleibt aber aus. Also hier. Es ist halt interessant, Shutdown, also das heißt Smiteless. In dem Fall hätte tatsächlich Schindfire wirklich was machen können. Aber das ich kann ja nichts sagen, aber man kann auch smiten, um Leben wiederzubekommen. Ja, ich habe gehört, aber letztens war so ein Gedanke, ich darf nicht so früh smiten. Oh, vorbei. Hier sehen wir nochmal den Fight. Also der Engage eigentlich nicht schlecht von den Direwolves. Achte mal bitte auf Jinxes. Ja. Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube, PITT hätte halt deutlich mehr Auto-Attacks in dem Teamfight noch rausbekommen können. Bis hierhin war es halt sehr schön gespielt von ihm. So, und jetzt achte mal drauf. Da, jetzt flasht er raus und guck mal hier. Da tanzt er die ganze Zeit oben rum und macht halt nicht viel, wartet die ganze Zeit, während Vladimir im Stundenlass ist und geht halt danach wieder rein. Auch hier wieder sehr, sehr weit rausgegangen. Also das Entscheidende war letzten Endes der Kataklysmus und das BLTT vorher den Kill bekommen hat und die Passive bekommen hat. Also wenn BITT dort seinem Jungler vertraut, dass er die Schilder noch bekommt, glaube ich, kann er halt auch sofort noch das komplette Ace bekommen, dass man dort Schindfire ja nicht unbedingt mehr rauskommen lässt. Aber grundsätzlich war es natürlich ein schöner Teamfight, der halt zum Anfang gar nicht so gut für Red Cannons aussah und gut geturnt wurde. Aber letzten Endes zeigt das halt auch wieder das Problem von Daivos, was ich angesprochen habe. Sie haben nicht viel CC, sie haben nicht viel Engage. Also wenn Gragas den Fass raus hat und gerade das sorgt halt dafür, du hast den Jarvan-Kataklysmus und alle schön im Käfig, während Jinx von hinten raufböllern kann. Ja, aber sie haben, ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass sie den Olaf haben. Und grundsätzlich gibt es ja bloß eine wichtige Person, die du bei den Red Cannons rausnehmen möchtest. Und das ist halt Jinx. Ja. Wenn du Jinx hast, fehlt halt so viel Teamfight-Potenzial. Vor allem im Late-Game. Im Late-Game ist halt Jinx zu 80% der Damage-Träger. Aber dafür hast du halt Thresh, dafür, also Thresh, der ja auch mit der Laterne arbeiten kann und nicht unbedingt den Gegner CC'en muss. Du hast halt Darwin, der mit dem Kataklysmus auch defensiv arbeiten könnte. Und dann nützt auch die CC-Unanfälligkeit von Olaf nichts. Ja, weil an den Klotz kommst du erstmal nicht vorbei. Du hast Ivan mit den ganzen Schilden. Also letzten Endes hast du sehr, sehr guten Peel auf Seiten von Red Cannons. Ja, hier ist Kanonen-Minion. Erfüllt dort auf jeden Fall seine Arbeit. Schön nochmal mit dem Nasher-Buff hier durchgebufft. Dann wird das Ding halt zur Artillerie mit einer unglaublichen Reichweite. Aber es kriegt halt keine Magieresistenzen. Das heißt, auch wenn die Dinger halt groß aussehen und viel Reichweite haben, werden die halt trotzdem nicht wesentlich resistenter. Und du kannst sie halt immer noch gut wegklären. Oh, schöner Multiple Stun. Kann bloß nichts draus machen. Hier sieht man es auch wieder, Syndra verteilt halt ihre Bälle immer langsam. Gragas ult jetzt schon sehr früh raus und letzten Endes sollte man, also das ist halt ihr Engage-Tool. Oh, die Traps sind nicht ganz connected. Ja. Gragas war ziemlich schnell wieder raus, den Fail hat man nicht rechtzeitig rausbekommen. In der Zwischenzeit sind die Vasallen am Inhibitor zusammen mit Robo, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist der ist bemüht, der wird aber gerade schön gejagt dort gerade von einigen Leuten, kriegt die Lantern und kommt da halt echt nochmal raus. Ganz knappes Ding. Man hätte noch einen GA gehabt. Aber währenddessen ist man halt an den Top-Lane-Turm noch nicht so richtig rangekommen. Daisy hier nochmal für 50 Gold abgeholt. Also der nimmt nach und nach ein bisschen Schaden, das reicht letzten Endes schon. Du hast halt den Baron-Buff. Allein darüber, gerade mit den Büschen, kriegst du halt das Ken-Minion auch sehr, sehr schlecht. Und auch hier wieder, also der Einzige, der da Reichweite mit reinbringen kann, ist halt King mit Caitlyn. Da gab es sogar das Ken-Minion gesmited worden. Man sieht halt auch diese schöne Variation gerade von Jinx, dass du halt die Möglichkeit hast, im Nahkampf mit dieser schnellen Gatling quasi mit sehr viel Attack-Speed die Türme zu schreddern oder halt die Reichweite von deinem anderen Q auszunutzen. Jetzt der Teleport auf den Vasallen, man will den Turm haben, man wird ihn bekommen. Und jetzt ist man quasi durch den Inhibitor auf der Midlane, er steht noch, aber der auf der Toplane, der ist jetzt gerade das Problem. Jo, kurz mal wieder in die Mini-Form gewechselt, oder was heißt Mili, aber in die Gatling-Form und dann geht das auch zügig dort. Niemand kann da BITT unter Druck setzen, dann kann man dort den Inhibitor auch abholen. Grundsätzlich, der mittlere Inhibitor ist natürlich immer noch offen. Und Botlane ist halt der letzte Inhibitor, den zu nehmen gilt. Und da halt durch die gegnerische Basis komplett öffnen kann, sieht das sehr, sehr gut aus für Red Cannons, die ja mittlerweile auch schon einen Goldvorsprung von 7500 Gold annähernd erwirtschaftet haben. Na, auf alle Fälle Red Cannons hier das Team, was eigentlich konstant am Drücker gewesen ist. Ja, Tokas manchmal sah ein bisschen unglücklich aus, ehrlich gesagt, in diesem Spiel. Aber letzten Endes Stun eben sehr, sehr gut. Und wenn die guten Stun sitzen, dann kann er sich da auch auf BLTT verlassen, wie wir festgestellt haben. Ja, und Jinx gibt hier nochmal einen schönen Red Buff. Man muss auch sagen, Jinx mit 3,5 Items, jetzt halt mit dem letzten Atemzug auch schon mit dazu, die tut halt schon ordentlich weh. So 3 Items ist, glaube ich, immer der Knackpunkt. Wenn du die mit Jinx erreichst, dann bist du halt als Carry schon sehr, sehr gut im Game angekommen. Ja. Interessant ist, das wird hier wahrscheinlich sogar nochmal eine Quecksilberschärpe, bevor er dann den letzten Atemzug ausbaut zur sterblichen Mahnung. Eine Quecksilberschärpe ist gar nicht so verkehrt.
Ja. Man überlegt sich dann zwar immer, ja, die haben doch gar nicht so viel CC. Aber wenn du einmal irgendwie in die Trap kommst, das kann ja sein, Gragas Fass, dann kannst du im Fass flashen. Genau, das ist der Punkt, halt glaube ich, genau, der sie worth macht. Weil der Einzige, der dich unter Druck setzen kann, ist Gragas mit dieser einzigen Mechanik und die kannst du mit dem QSS counterplayen, weil du halt quasi in der Luft flashen kannst und damit diesen Gragas Insect, sage ich mal, und komplett. Ich meine, wir stellen uns mal den Worst Case vor, so Gragas Fass kommt, schleudert dich und du landest in der Trap. Dann ist vorbei. Aber letzten Endes ist das aber auch der Best Case, ja? Dann kommt vielleicht noch das Luluvi und mehr hat Direwolves nicht. Na, Caitlyn ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Wir sehen es hier schon, über 1000er Crits teilweise. Gegen die Minions natürlich. Die haben auch nicht so viel Rüstung. Aber das Ganze tut natürlich schon ganz schön weh. Man muss auch sagen, Jinx ist da auch noch ein bisschen vom Glück abhängig, was die kritische Trefferchance angeht. Ich finde es auch sehr interessant, dass man hier Caitlyn halt so komplett ohne Crit-Chance spielt. Also das Bild habe ich so in der Form noch nicht gesehen, dass du halt von Blade into Hurricane gehst, halt so ein bisschen Crit-Chance mitnimmst und dann halt in Richtung Mortal Reminder. Das ist halt sehr ungewöhnlich und finde also ich sehr, sehr, sehr früher Mortal Reminder. Letzten Endes, klar, mit Ivan hast du halt dadurch, dass du dein Jungle-Item nicht ausbaust, später sogar gar nicht mehr brauchst, sehr früh Redemption und Heilung. Aber hier jetzt, Shenfire! Das war's für ihn, BRTT mit der Passive. Und jetzt wird halt geböllert. Einfach der Shane CC da. Und das ist der Botlane-Inhibitor. Man geht jetzt wahrscheinlich einfach nur noch zum Midlane-Inhibitor, hat dann drei Inhibitoren und. Ja, das Ding ist jetzt gegessen. Also das war der wichtigste Schritt. Man kriegt den einen Catch, man kriegt alle drei Inhibitoren. Wenn man es jetzt noch nicht beenden kann, dann wartest du halt noch auf den Nasher in 30 Sekunden. Dann nimmst du den halt noch mit und dann pushst du halt einfach komplett mit drei Wellen, wo halt Cannon-Minions bzw. Verstärkung reinkommen. Oder machst du es vorher noch? Oder machst du es vorher? Hätte man hier King bekommen, dann hätte man das vielleicht sogar beenden können. Kann es vielleicht sogar jetzt wieder der mangelnde Engage, vor allem wenn Gragas noch raus ist, fehlt die einzige Engage-Quelle. Man versucht hier was, aber du hast so viel Peel einfach mit Ivan, mit Thresh. Der Kataklysmus sitzt wieder mal brillant. Und da macht sich der Pick hier einfach komplett bemerkbar. Es wird abgeholzt, es ist das Ace. Und es ist der Sieg hier für Red Canids. Es ist ein Best of One. Sie müssen heute nochmal ran. Also das ist nicht ihr letztes Spiel heute. Wir spielen ja Round Robin, aber es ist ein schöner Auftaktsieg für das brasilianische Team. Ein eindeutiger und das freut sicherlich auch die Zuschauer vor Ort in Sao Paulo. Ja, ich meine, es war ja schon so ein bisschen zu erwarten, dass die Games heute etwas ungleicher wären mit den verschiedenen Regionen. Das Ganze kann sich auch beim nächsten Aufeinandertreffen natürlich ganz genau in die andere Richtung entwickeln. Pick und Band spielt da natürlich eine große Rolle. Aber ich finde auch viele individuelle Fehler haben hier eine Rolle gespielt, auch gerade in der Laning Phase. Es ist zwar wenig dadurch ausgemacht, das Game, dass man halt eine gute Pick und Band gefahren hat, als dadurch, dass man halt viel, viel besser rotiert ist als der Gegner, als dass man halt einfach Misspositioning ausgenutzt hat, dass man halt einfach Fehler ausgenutzt hat, dass man Türme verschenkt hat, dass man halt nicht verteidigt hat. Also es waren halt viele individuelle Fehler mit dabei. Man merkt halt, dass doch vielleicht bei den Wildcard-Teams so ein bisschen mehr noch, dass man da hinterher hinkt, was jetzt so diese Top-Region angeht. Ja, denke auch. Also hier sehen wir nochmal das First Blood, auch das ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt, gewesen, wo man dann letzten Endes halt einfach da ist, versäumt hat zu flashen oder entsprechend sich gut zu positionieren. Für euch wichtig jetzt, das nächste Spiel ist Supermassive gegen Rampage, das heißt das türkische Team gegen das japanische Team. Hier dürfte die Türkei als Favorit gelten, aber ja, ich meine, was Rampage da, was die Japaner nochmal anrichten können, ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, oder was meinst du? Ja, ich meine, die holen sich ja ganz gerne mal die europäischen Spieler und schauen sich da ganz gerne mal was ab. Vielleicht fruchtet das, man weiß es nicht, aber das Ganze werden wir natürlich sehen in dem nächsten Best of One, was uns gleich erwartet. Ja, deswegen, liebe Leute, Hashtag MSIGR, wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge habt, ja, oder wenn ihr noch ein paar mehr Brasilien-Facts haben wollt, dann natürlich dort gerne und dann sehen wir uns gleich wieder nach der Pause mit diesem Spiel Rampage gegen Supermassive.